Egal, ob du mit dem Auto, dem Zug oder dem Flugzeug unterwegs bist, Reisen kann unbequem und unangenehm sein, auch wenn du es liebst. Deshalb möchte ich dir einige Tipps an die Hand geben, die deine nächste Reise zum Kinderspiel machen sollten. Nummer 1. Packe ein paar Tennisbälle in dein Handgepäck. Das Sitzen auf so engem Raum für einen langen Flug kann die Durchblutung verlangsamen und die Muskeln verkrampfen. Wenn du ein oder zwei Tennisbälle mit ins Flugzeug nimmst, kannst du sie als kleine Massagegeräte benutzen, um diese Schmerzen zu lindern oder zu verhindern. Rolle sie entlang deiner Knöchel, Waden, Beine, Handgelenke, Rücken und Schultern. Dies sind wichtige Bereiche, auf die man sich konzentrieren sollte, da sie Hotspots für die Durchblutung sind und der Ball diese großen Muskelgruppen entspannt. Nummer 2. Packe auch etwas Kaugummi ein. Ich spreche nicht davon, Minzkaugummi zu kauen, wenn man vergessen hat, eine Zahnbürste auf einem langen Flug mitzubringen. Obwohl ich bin sicher, dein Nachbar würde es zu schätzen wissen, wenn du dich entscheidest, ein Gespräch zu führen. Das Kauen auf etwas Kaugummi hält die Ohren während des Starts und der Landung tatsächlich vom Platzen ab. Die Magie liegt nicht wirklich im Kaugummi selbst. Es ist ausschließlich der Speichel, den man produziert und dabei schluckt. An einem Bonbon oder einem Kaugummi zu lutschen funktioniert genauso. Nummer 3. Und einen Kissenbezug. Hey, was passiert, wenn sich dein Flug verspätet? Um einiges. Wenn du einen Kissenbezug in deinem Handgepäck hast, dann kannst du einfach etwas Kleidung hineinstecken und tada, ein sofortiges Kissen. Jetzt kannst du ein Nickerchen halten, während du wartest. Oh ja, Bonustipp, der mit diesem Punkt zu tun hat. Du solltest immer mindestens ein Outfit inklusive Socken und Unterwäsche in deinem Handgepäck haben. Wenn dein Gepäck verloren geht, wirst du die Wechselkleidung zu schätzen wissen. Nummer 4. Und eine Mülltüte. Okay, letzter Tipp für das, was du in das kleine Handgepäck stecken solltest. Ein oder zwei Müllsäcke werden dir das Leben retten, wenn du vom Flughafen an deinem Zielort ankommst und von Regen willkommen geheißen wirst. Leg die Müllsäcke über dein Hand- und Aufgabegepäck. Voilà, deine Sachen bleiben trocken. Nummer 5. Halte deine Kleidung frisch duftend. Egal, ob du sie in deinem Koffer rollst, um zusätzlichen Platz zu schaffen, oder ob du deine Kleider lieber faltest, lege während des Packens einige Trockentücher in deine Kleidung. Die Trockentücher halten deine Kleidung frisch und sauber, als kämen sie direkt aus der Wäsche. Ja, aber sie werden trotzdem alle zerknittert sein. Warte mal, dazu komme ich gleich. Nummer 6. Ein Trick für faltenfreie Kleidung. Ich verstehe es, das Erste, was du nach einem Flug tun wirst, ist, dein Outfit zu wechseln. Warum scheint deine Kleidung nach einem Flug so schmutzig? Hat jemand eine Idee? Lasst es mich unten in den Kommentaren wissen. Wie auch immer, lege etwas Seidenpapier dazwischen, während du packst. Es wird deine Sachen vor Faltenbildung schützen. Nummer 7. Klebe einen Fragil-Sticker auf deinen Koffer. Wenn dein Gepäck als zerbrechlich gekennzeichnet ist, sollte es vom Gepäckspersonal vorsichtiger behandelt werden. Außerdem wird es wahrscheinlich auf die anderen Taschen gelegt. Wenn du also zur Gepäckausgabe kommst, wird dein Koffer der erste sein, der am Band herauskommt. Na also, jetzt bist du so viel schneller vom Flughafen weg. Nummer 8. Sofortiger Rasierklingenschutz. Greife eine Heftklammer und klemme sie beim Packen auf die Klingen deines Rasierers. Dies erspart dir versehentliche und schmerzhafte Verletzungen, während du durch deinen Koffer wühlst und nach dem Flug nach etwas Frischem zum Anziehen suchst. Nummer 9. Hebe deinen Koffer hervor. Du musst kein teures und auffälliges Gepäck kaufen. Verwende einen schlichten Koffer und binde ein helles Band um einen der Griffe. Du kannst auch kreativ werden und coole Aufkleber an den Seiten anbringen oder ein schickes Design nähen, wenn deine Tasche aus Nylon ist. Der Punkt ist, dass du deinen Koffer sofort bei der Gepäckausgabe erkennen kannst. Nummer 10. Halte deine Kleidung schön sauber. Wenn du packst, wickle deine Schuhe in Duschkappen ein. Dies verhindert, dass die Unterseite den Rest deiner Kleidung verschmutzt. Du kannst auch weiterhin die Duschkappen in deinem Hotelzimmer nutzen und an deinen Schuhen befestigen, um den Boden nicht zu verschmutzen, oder umgekehrt, der Hotelzimmerboden könnte sogar schmutziger sein als deine Schuhe. Zeit, das Hotel zu wechseln. Hol dir ein paar neue Duschhauben, bevor du nach Hause gehst, damit alles in deinem Koffer sauber bleibt. Nummer 11. Keine verwickelten Kabel mehr. Ob du fliegst oder fährst, bewahre alle deine Ladegeräte und Netzkabel in einem gut sortierten Sonnenbrillen-Etui auf. Es wird sie davon abhalten, sich zu verheddern oder zu reißen. Nummer 12. Organisiere deinen Schmuck unterwegs.
Kennst du diese Perlenbehälter mit kleinen Boxen für jeden Tag der Woche? Sie sind auch eine gute Möglichkeit, deinen Schmuck oder andere kleine Gegenstände auf Reisen zu lagern und zu organisieren. Das Zusammenhalten von Ohrringen und Ketten oder Halsketten, die in einem eigenen kleinen Fach aufbewahrt werden, verhindert, dass sie verloren gehen oder sich verheddern. Versuche jedoch nicht zu viel teuren Schmuck auf deine Reise mitzubringen. Es besteht immer die Gefahr, dass wertvolle Gegenstände verloren gehen oder sogar gestohlen werden. Nummer 13. Verlier deine Haarnadeln nicht. Zu schade, dass Haarnadeln nicht in diese Pillenbehälter passen, oder? Nun, du kannst einen alten Minzbonbonbehälter verwenden, der sich öffnet und schließt. Es ist nicht nur ein Reisetipp, sondern auch eine gute Idee, die man zu Hause machen sollte. So, jetzt hast du einen sicheren Ort zum Verstauen, denn auf dem Nachttisch oder der Badezimmerablage können sie weggefegt und für immer verloren gehen. Nummer 14. Halte deine Hemdkragen steif. Hast du bei der Ankunft ein Geschäftstreffen oder ein schönes Abendessen geplant? Halte deine Hemdkragen schön und steif, indem du sie mit einem Gürtel ausfütterst, und jetzt musst du keine Zeit damit verbringen, nach deinem Gürtel zu suchen. Er ist genau da, bei deinem Hemd. Ein Doppelpack. Nummer 15. Unterstütze deinen Rücken auf einem Flug. Die meisten Fluggesellschaften stellen ein Kissen und eine Decke zur Verfügung, damit die Passagiere während des Fluges ein Nickerchen machen können. Nimm das kleine Kissen und lege es hinter deinen unteren Rücken. Du wirst überrascht sein, wie viel Unterstützung es geben wird. Vergiss aber auch dein Nackenkissen nicht. Nummer 16. Buche einen wirklich frühen oder späten Flug. Die Mehrheit der Menschen kann es nicht ertragen, früh aufzustehen oder lange wach zu bleiben, sodass diese Flüge oft billiger sind. Wenn du einen frühen Flug buchst, kannst du als erstes an dein Ziel kommen und deine Tage maximieren. Wenn du einen Flug spät in der Nacht buchst, hast du tagsüber viel Zeit zum Planen, um pünktlich zum Flughafen zu kommen. So oder so, du sparst Zeit und Geld. Nummer 17 ist ein großes Mittagessen. Apropos Geld, jeden Tag für Frühstück, Mittag und Abendessen zu bezahlen, kann schnell teuer werden. Die Mittagspreise sind viel günstiger als die Preise zum Abendessen, also sollte das Essen mitten am Tag deinem Budget etwas Spielraum geben. Ein gutes Mittagessen sollte auch die Snacks am späten Nachmittag reduzieren, nach denen wir uns normalerweise vor dem Abendessen sehnen. Nummer 18. Hilf deinem Körper beim Jetlag. Wenn du die Zeitzonen wechselst, beginne am Tag vor deiner Abreise Änderungen an deinem Schlafmuster vorzunehmen. Dies kann bedeuten, dass man später aufbleiben oder früher ins Bett gehen muss, aber es wird langfristig beim Jetlag helfen. Auch wenn du landest, gib deiner Müdigkeit nicht nach. Ein Nickerchen zu machen, sobald du in deinem Hotel bist, wird deine innere Uhr nur noch mehr durcheinander bringen. Versuche den Tag so fortzusetzen, wie du es normalerweise tun würdest oder wie du es geplant hast. Nummer 19. Trage eine leere Wasserflasche bei dir. Ups, ich habe noch einen weiteren Gegenstand vergessen, den du in die bereits gefüllte Handgepäcktasche stecken solltest. Stelle sicher, dass sich eine leere Wasserflasche darin befindet. Auf diese Weise kannst du problemlos an der Sicherheit vorbeikommen und dann einfach die Flasche am Flughafen füllen. Die meisten haben Trinkbrunnen und so kannst du etwas Geld sparen. Oh, und du wirst das Wasser im Flugzeug brauchen, also hier ist mein letzter Tipp. Nummer 20. Trink Wasser. Die Luft in den Flugzeugkabinen ist in der Regel sehr trocken. Trinke viel Wasser oder ein anderes Getränk, das Elektrolyte enthält, um eine Austrocknung zu verhindern. Hydriert zu bleiben hilft auch bei Jetlag und es verhindert Kopfschmerzen und Muskelkrämpfe. Kaffee, Tee, Soda und zuckerhaltige Säfte könnten verlockend sein, wenn die Flugbegleiterin vorbeikommt. Aber dein Körper braucht wirklich nur Wasser, wenn du in dieser Kabine bist. Bon voyage! Und denke daran, nicht zu viele Bohnen direkt vor einem Langstreckenflug zu essen. Mein ganz persönlicher Rat. Hey, wenn du heute etwas Neues gelernt hast, dann gib diesem Video ein Gefällt mir und teile es mit einem Freund. Hier sind einige andere coole Videos, die dir gefallen werden. Klicke einfach nach links oder rechts und bleib auf der Sonnenseite des Lebens.